Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um einen Case von der Firma Proporter. Hatte ich ja schon öfters. Die Firma auf jeden Fall empfehlenswert. Und zwar geht es nun um einen Case für das Samsung Galaxy S2. Für dieses schöne Handy hier. Und zwar ist dies das Case. Werden wir uns gleich mal anschauen, genau, was dieses Case alle kann. Preislich, bzw. welches Material und so weiter hier verbaut ist, werden wir alles hier ansprechen. Ich lege mal das Handy zur Seite, damit wir uns das Ganze mal anschauen können. Und zwar vorweg, preislich ist das Ganze schon etwas höher angesiedelt, aber man muss sagen, von der Qualität her auf jeden Fall im oberen Bereich der Cases. So, das Ganze ist ziemlich groß, weil ja so ein Samsung Galaxy S2 nicht gerade klein ist. Und preislich können wir das Ganze mal hier anfangen. Und zwar preislich gibt es dieses Teil hier für 34,95 Euro, also 35 Euro aufgerundet. Ist schon etwas teurer, aber von der Qualität her, wie gesagt, kann man das Ganze rechtfertigen. Und zwar fangen wir mal an. Von dieser Seite hier, wenn wir das Ganze aufgeklappt haben, beziehungsweise den inneren Bereich uns anschauen, dort haben wir hier einmal sehr schöne, alles schön hier vernäht. Man sieht hier eine Naht, die hier komplett einmal rumgeht, eine weiße Naht, die ist auch außen, also vom Außen, von der Außenansicht, was wir auch gleich mal sehen werden. Dann haben wir hier eine Aluminiumplatte, die hier drin ist, in dem weißen Leder, übrigens echtes Leder ist hier, komplett alles echtes Leder, wenn ihr hier Leder seht. Und man fühlt auch an dem Leder, dass es wirklich echt ist und es hat eine kleine Oberfläche, nicht Oberfläche kann man nicht sagen, sondern eine kleine Struktur, sodass das Leder noch wesentlich besser rüberkommt und nicht leicht verkratzen kann, beziehungsweise nicht so schnell dreckig wird. Hier, wie gesagt, eine echte Aluminiumplatte drin, die quasi das Handy schützt. Wenn etwas von oben hier drauf gedrückt wird, beziehungsweise das Ganze runterfällt aufs Display oder so, ist das Display quasi durch diese Aluminiumplatte geschützt. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil und finde ich auf jeden Fall klasse. Dann haben wir hier das Ganze hier gefüttert, dass das Ganze etwas gepolstert ist. Und hier haben wir so kleine Plastikhalterungen, wo das Handy gleich reinkommt. Das werden wir gleich mal machen und wir schauen uns mal an, wie das Handy gleich mal drin sitzt. Wir drehen das Ganze mal um, von der Rückansicht quasi. Und hier sehen wir, dass das komplett alles hier mit echtem Leder ist. Die Naht, die weiße Naht, wird hier einmal komplett rumgezogen. Das sieht alles sehr schön aus. Und wie gesagt, das Leder fühlt sich sehr gut an, genau wie das Leder innen drin. Hier ist noch so eine kleine andere Oberfläche, eine andere Struktur hier drin, dass es quasi sich noch etwas stilig oder vom Aussehen unterscheidet. Dann haben wir hier einen Magnetverschluss, dass man quasi das Ganze schließen kann. So kann man das Ganze schließen und mit diesem Magnetverschluss, ich hoffe, das sieht man, ich drehe es mal so rum, mit diesem Magnetverschluss kann man das Ganze dann hier schließen. Das ist auch problemlos möglich mit diesem Case. Wir legen das Ganze mal rein und schauen uns dann mal die Anschlüsse an, ob die alle frei sind. Dazu klappen wir das Ganze auf hier. So. Und schieben das dann ganz einfach von hier oben herein. Das geht ganz einfach. Einfach reinschieben. Also da braucht man gar nicht viel Druck ausüben, sondern einfach nur das Handy hier in das Case langsam reingleiten. Man muss auch nicht aufpassen, Verkratzer oder so werden hier nicht kommen. Dadurch, dass das Ganze hier etwas gepolstert ist an den Seiten, haben wir das Handy jetzt hier drin. Wir können das Ganze zuklappen, zu mit dem Magnet verschließen. Man muss halt nur darauf achten, dass das Handy richtig sitzt. Deswegen passe ich das hier gerade nochmal an. So, das Ganze ist jetzt hier drin und festigt. Das Problem ist, wenn man das Ganze reinschiebt, weiß man nicht, wie weit man das schieben kann. Da hier, an dieser Stelle hier, wenn man das erkennt, haben wir quasi keinen Abstandshalter, der uns sagt, hier bis dahin und nicht weiter schieben. Das muss man dann quasi anpassen und dann sitzt das auch bombenfest. Also rausfallen ist hier definitiv nicht möglich. Also ich kann hier hin und her wackeln, wie ich will. Rausfallen wird es auf jeden Fall nicht. Was noch auffällt, wenn wir das Ganze mal schließen hier, das Ganze geschlossen haben, das ist noch ein kleines Manko hier. Der Magnet ist nicht wirklich stark. Vielleicht nicht, um das Handy zu beschädigen, aber es ist gar nicht mal so einfach, dieses Ding hier richtig immer zu schließen mit diesem Knopf. Von der Dicke her ist das Ganze ein Stück dicker geworden, wie man das hier erkennt. Das ist ja klar bei so einem Handy. Auf jeden Fall ist dadurch, dass wir hier diese Aluminiumplatte oben verbaut haben, hier ist das Handy auf jeden Fall gut geschützt. Ich kann ihn mal ein bisschen draufschlagen. Das macht dem Display nichts aus. Also haben wir einen extra Schutz für das Display. Von den Anschlüssen her, Rückseite, ist alles frei hier. Wir können auch mit Blitz und so weiter fotografieren. Das ist kein Problem. Hier oben können wir unsere Kopfhörer reinstecken und weiter Musik hören. Und von unten können wir das Handy nicht aufladen. Dafür müssen wir das Ganze aufklappen. Können es ja quasi hier umklappen und können dann unser Handy hier am Netzstecker aufladen. Das soweit dazu. Ich muss sagen, das Case gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Von der Verarbeitung her nicht schlecht. Das einzige Manko, was eigentlich bei diesem Case ist, ist der Verschluss. Dadurch,
dass es quasi ziemlich problematisch ist, das Ganze immer zu verschließen. Denn man muss hier, wenn man schon sieht, ich reibe hier und versuche das Ganze hier zu verschließen, automatisch geht das meistens nicht rein. Deswegen muss man meistens schauen, wo das Loch ist. Und dann kann man das Ganze so reinschieben bzw. reinschubsen oder wie man es auch gerne nennen möchte. Das ist der einzige Nachteil. Von den Seiten her haben wir hier keinen Schutz, nur dieses Plastik, wie soll man es nennen, die Plastikhalterung, die das Handy in dem Case hält, haben wir nur hier als Schutz, aber die Seiten sind alle hier nicht geschützt, dafür haben wir quasi alles hier frei und können das problemlos bedienen. Preislich, wie schon erwähnt, haben wir einen Preis von 34,95 €. Muss man sich das Ganze überlegen, ob sich das lohnt. Von der Qualität, wie gesagt, von der Verarbeitung her ist das Case natürlich top und dadurch auch doch wohl empfehlenswert. Für alle Leute, die so ein schlichtes Design, so ein schönes schwarzes Design gut finden, können mal auf die Seite gehen von Proporter. Den Link zu diesem Case packe ich in die Videobeschreibung und können sich dieses Case mal dort genauer anschauen. Da sind noch weitere Informationen zu diesem Case und noch weitere Bilder, die ihr euch anschauen könnt, wenn ihr in diesem Review nicht alles gesehen habt. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen, war etwas informativ und wenn ja, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr eine Meinung zu diesem Case habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.